Tach, Leute, sind wir wieder zurück, ne? In der Höhle, wo das Schwert angeblich einen Nutzen finden soll, oder beziehungsweise dieser Turm ausgegraben werden soll? Ja, richtig! So. Dann gehen wir mal durch diese Tür. Und finden dort wieder einen Haufen Schnecken. Und ich habe Angst vor meinem Spiegelbild. So wie der Typ in Cats. Nein! Stirb, Spiegel, stirb! Gut. Gehen wir mal weiter. Die Musik ist richtig beknattert. Muss ich sagen. Hey, da ist was. Was soll die Scheiße? Ich glaube, wir sollten einfach eine Waffe wegschmeißen. Ich wäre ja für eine Kette. Oder einfach das Silberschwert. Das haben wir in den Versicherungsvertreter abgeknöpft. Ein Drachenschild. Aus Drachenleder. Ich liebe es, Drachen zu tragen. Gut. Auch wenn es nur noch 24 Stück auf der Erde gibt. Der Raum ist für gar nichts Nütze, oder? Ich habe letztens, muss ich sagen, so einen Wahlplakat, weil es waren ja letztens Wahlen, ne? Habe ich so ein Wahlplakat von der NPD gesehen, das mich etwas in Aufruhr gebracht hat. Und zwar steht darauf, ist da alle kriminell in die Heimat aber schnell. Also ich muss sagen, man kann es schon etwas übertreiben, was das angeht. Also in Bezug auf die NPD. Diese Vorurteile sind schon etwas heftig. Aber naja, ist halt NPD, ne? Ich glaube, jedem sollte dabei klar sein, warum zum Teufel ist die Framerate schon wieder am Arsch? Jeden sollte selber klar sein, dass die NPD nicht wirklich eine ernstzunehmende Wahl darstellen sollte. Brauche ich jetzt nicht sagen. Verdammte Axt. Soll der Scheiß? Jetzt geh wieder normal. So. Jetzt läuft's wieder. Für ein paar Sekunden. Jedenfalls, NPD sollte jedenfalls nicht die große Wahl darstellen. Man sollte schon so viel Hirn haben. Nun ja, es gibt viele Anhänger, die anscheinend nicht so viel Hirn haben. Wollte auf jeden Fall das mal angesprochen haben, schnell. Nur, dass man mal sieht, wie diese Leute auch wirklich noch ticken. Wenn man nach den Vorurteilen der früheren Zeit nachgeht, ist das schon etwas heftig. Trotzdem finde ich, ja, muss man diese Partei jetzt nicht gleich verbieten, ne? Da sie im öffentlichen Sinne immer noch beobachtet werden kann. Nicht, dass diese mal im Untergrund irgendeinen Müll machen. Das Drachenschwert hat übrigens 105 Angriffspunkte! Boah! Boah, ey! So. Gut. Das habe ich auf jeden Fall mal angesprochen. Verdammt. Die Framerate kotzt mich schon langsam an. Ich glaube, dieser Teil des Spiels wird nicht gerne gesehen. Dann gehen wir da lang. Doch. Haben wir diesen komischen Augenbosse? Es passiert gar nichts ins Spiel. Ich glaube, das ist die Musik schon langsam. Aber scheißegal mal. Wird schon nicht so schlimm jetzt für euch sein, hoffe ich. Bin mir sicher, dass das dann im nächsten Part, also zumindest
im darauffolgenden Teil des Spiels, also nach dieser bescheuerten Höhle, nicht mehr so krass lecken wird. Nimm Drachenschwert! So. Gehen wir mal hier lang. La 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 la. So, Donner. Nehmen wir mal den Zauber hier. Stirb! Ah, verdammt. Na, das war ja mal wieder effektiv. Stirb. So. Ach. Unser nächster Bossgegner. Super. Soll ich jetzt über die Felder drüber oder was? Ich würde jetzt einfach sagen, ich bleib hier mal in der Ecke. Hey, das funktioniert sogar. Hihi. Ach, das dauert zu lang. Kriegen wir auch so hin. Ist nicht wirklich ein Problem, denke ich mal. Geh weg, geh weg, geh weg. Spüre meine Klinge. Das sieht lustig aus, wie so ein, keine Ahnung, Alien. Hihihi. Also viel kann der nicht aushalten mehr, glaube ich. Was soll denn das sein? Biene Maya. Der Willi. Nein, wie ist der Grashüpfer? Ach, keine Ahnung. Vernichterich. Gottesanbeterin bezwungen. Ist eigentlich jemandem schon mal aufgefallen? Wenn man. Okay. Wenn man alte Kinderserien früher gesehen hat, war man immer brutal begeistert. Heute denkt man sich, was soll der Mist? Ist wirklich so. Das rostige Schwert entfaltet seine Kraft. Der dunkle Turm erscheint irgendwo in dieser Wüste. Oh, ich hasse den Teil. Wir drehen nochmal eine Runde mit dem Dodo. Denn leider werden wir jetzt dann den Dodo nicht mehr sehen. Ich hasse es, wie gesagt. Ich mag den Dodo so gern. Mensch. Schon aus dem Grund. Also, aus dem Grund. Mir passiert nichts. Ach, Menno. Jetzt müssen wir mit dem dämlichen dunklen Turm weiter, beziehungsweise finden. Ah, da ist er. So, da wären wir am dunklen Turm angelangt, aber ich möchte kurz schauen, weil ich glaube, da hinten war irgendwie eine Hütte, was das war. Stirb! Nein! Gut. Stirb! Nimm Drachenschwert! Gut. Dann sind wir hier. Ach, nur bloß in so einem Verkaufsfritze. Ich hätte gehofft, dass der Schlüssel oder so hat. Da wir nur noch 4 haben. Aber ich glaube, im dunklen Turm gibt es auch einige. Gehe ich jetzt mal davon aus. Habe ich hier irgendwas zu verkaufen? Natürlich nicht. Der Speer. Wäre vielleicht etwas, was wir wirklich nie benötigen. Supermagie. Gut. Dabei bleiben wir. Warum darf da der Dodo mit? Das ist gemein. Ich möchte den Dodo immer dabei haben. Er soll jetzt mit in den dunklen Turm. Basta. Was willst du? Stirb. Ich bin gerade ziemlich in Rage.
Weg mit dir, weg mit dir. Blute. So. Dann gehen wir zum dunklen Turm. Und du kommst einfach mit rein. Warum warten? Ich bin Marcy, Dr. Bauer hat mich gemacht. Er ließ mich hier zurück, ich warte seit 50 Jahren. Er hat mich vergessen, nimm mich mit, ich kann dir helfen. Geh doch einfach raus! Jetzt wäre der dunkle Turm wieder... ja. Auferstanden und du könntest einfach Dr. Bauer wieder Terminator jagen. Verdammt. Falscher Zauber. Das ist übrigens einer meiner Lieblings... Nein! So, jetzt. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere. In dem Spiel. Aber ihr werdet schon sehen, warum. Da haben wir bärtige Menschen. Verdammt. Bärtige, verschwindende Menschen. Sehen wenig aus wie Pantomimen. Verdammt, halt der viel aus. Geh ein. Ach, ich habe das rostige Schwert noch. Wir nehmen wieder das Drachenschwert. Und hinauf. Wir müssen jetzt im Prinzip den höchsten Punkt des Turmes finden. Ne? Volk hat ein Level erreicht. Nehmen wir wieder Kraft. So. Handschuhe sind kein Problem mit dem Drachenschwert. Ein Schlag und der ist weg. Der Mana-Baum wächst durch Energien der Natur. Also eine Grabkammer mit einem Mana-Baumschild. Ein paar Informationen tanken. Weg da. So. 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 Ich glaube, da könnten wir lang, aber wir gehen erst einmal. Verdammt. Nein, nicht meine Schlüssel. Und das für ein Grabschild wieder. Das Böse in dem Menschen macht den Baum böse. Ich frag mich bloß immer, das heißt doch... Nein! Scheibe! Dunkler Turm. Warum werden hier Informationen des Mana-Baums preisgegeben? Was hat es damit auf sich? Wenn er zu Wandol gehört, natürlich, das weiß man ja nicht. Aber ich schätze mal, dass der zu Wandol gehört. So, der ist weg. Und dann wären wir hier. Dann nehmen wir mal die Flammenpeitsche, dass wir den Typen noch erledigen können. Das geht nicht. Nein! Kannst du die erledigen? Marcy. Ich hätte auch Dr. Bauer hat dich gemacht. Ja gut, der hat auch unseren Dodo nie dazu es geschafft, dass der in Häuser reingehen darf. Bis zum Ende. Hey, was haben wir eigentlich für eine Waffe gehabt? Morgenstern. Okay. Jetzt ist das Problem beseitigt. So. Grand Theft Mystic Quest. Das Problem ist beseitigt. Okay. Dann müssen wir darüber mal. Glaube ich jetzt einfach mal. Ach, Scheibe. Ich muss da rein. Okay. Darauf. Tach. Dass man hier so oft die Waffen wechseln muss. Mir fällt gerade auf. Ich glaube, ich nehme schon wieder zu lange auf. Die Dr. Bauer auch gemacht hat. Die Handschuhe. So. Wir sind im ersten Stockwerk angelangt. Da machen wir auch mal Schluss. Bis dahin, meine Gemüsegesichter. Peace!